Es war natürlich einiges an Erfahrung da. Ich habe ja in meinem sozusagen weltlichen Leben, habe ich ja auch natürlich einiges ausprobiert, habe meine Erfahrungen gemacht, habe meine Rückschlüsse gezogen und bin dann eigentlich auf einer Studienreise, die nach Amerika ging, das war 1981, bin ich das erste Mal mit Meditation in Kontakt gekommen und habe dann da angefangen, in Begleitung mit einem ganz netten Mann damals, habe dann angefangen zu meditieren und ja, dann damals war es dann auch, ist dann so das vegetarische Essen kommen und ja, der hat auch über Astrologie Bescheid gewusst. Also es sind so ganz neue Sachen auf mich zukommen und ich habe sofort gemerkt, Mensch, das ist ein Bereich, da zieht es mich hin, das ist ein Bereich, da ist wirklich das zu finden, nachdem ich vielleicht vorher in anderen Bereichen gesucht habe, aber nicht wirklich was gefunden habe. Wo ich immer wieder versucht habe und nicht wirklich zufrieden war. Und da auf einmal habe ich gemerkt, Mensch, ich wäre ja zufriedener, ich wäre ruhiger, ich wäre freier, ich wäre ausgeglichener, ich wäre glücklicher. Und dann war mir relativ schnell klar, in die Richtung musst weitergehen. In die Richtung musst weitergehen, wie immer das ausschaut. Aber das ist das, warum, nachdem du immer gesucht hast. Ja, und dann aus dem heraus hat sich dann entwickelt, dass ich dann eben zurückgekommen bin, dass ich mich umgeschaut habe, was gibt es an Möglichkeiten. Ich habe dann 3 Jahre auch einen Aufenthalt in Dänemark gemacht, wo ein indischer ja, Swami immer gekommen ist, der erleuchteter war. Und das waren auch wichtige Aufenthalte für mich. Ich habe da meine Meditation vertieft. Und da ist schon immer deutlicher geworden, ja, das ist genau das Richtige. Und dann bin ich auch in der Zeit Ayakema begegnet und der buddhistischen Lehre. Und das hat mich von Anfang an, deswegen muss ich fast sagen, besonders angesprochen, weil es ganz einfach sehr, sehr praktisch war, einfach zu verstehen war. Es war alles nachvollziehbar, es war so down to earth, würde man sagen. Und auch Ayakema war ganz, ganz pragmatische, ganz klare Lehrerin und ja, natürlich auch sehr, sehr sympathisch. Also habe mich von Anfang an eigentlich sehr wohl gefühlt, so in ihrer Nähe. Ja, und dann habe ich heute am Anfang Kurse gemacht und aus diesen Kursen heraus und durch das Beschreiten des Weges und immer mehr Meditieren ist dann auch der Wunsch entstanden oder die Bereitschaft entstanden, den Weg eben konsequenter zu gehen. Und als es dann, ja, das war 1988, als wir einen Platz gesucht haben, wo sich schon so eine Schülerschaft gebildet hat um Ayakema, wo Ayakema kann dieses Leben, das sie bis dahin geführt hat, nicht mehr fortsetzen. Sie ist ja immer viel rumgefahren, war viel unterwegs und hat einen Kurs nach dem anderen gegeben und ist dann auch häufiger krank geworden. Und dann haben wir gesagt, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen einen Platz suchen, wo die Leute hinkommen, wo Ayakema vor Ort ist, wo die Le Leute hinkommen können, dass sie nicht mehr diesen ganzen Stress mit dem Reisen hat. Dann haben wir ein größeres Treffen gehabt, wo wir geglaubt haben, eben Menschen, die bereit sind, da bei so einem Projekt mitzumachen. Und dann war eben am Ende dieses Treffens war eben die Frage, wer wird bei so einem Projekt mitmachen? Und es war damals eben die ohne Wenn und Aber mitmachen würden, es war damals der Charlie und ich. Und wir sind dann eben auch, haben uns auf die Suche gemacht nach einem Projekt, ist dann das Buddha-Haus gefunden worden und wir sind dann 89, Anfang 89 einzogen und haben das renoviert, umgebaut mit Firmen auch. Ja, und dann ist losgegangen. Ayakema ist dann im Ende Mai 89 gekommen und dann war der erste Meditationskurs.